Moin Norbert, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction und meine erste Reaction auf Steve-O, ja? Leider können wir hier auf Twitch nicht so viele Videos von Steve-O gucken, weil man instant gestrikt werden würde. Aber Steve-O ist so der Kanal, den ich mit Abstand am häufigsten, wenn ich nicht reacte, gucke. Und jetzt gucken wir uns das Video an. My 10 craziest criminal arrests. Also die verrücktesten Festnahmen seinerseits. Das kann eigentlich nur geil sein. Yeah, dude. What can I say? I've lived a life of crime. This is gonna be my top... Die Stimme allein. Die Stimme können wir den ganzen Tag anhören. 10 craziest arrests in the order that they happened. The first time I was ever in a jail cell was the night before I graduated high school. Erste Mal in der Zelle. In der Nacht, wo er von der High School quasi, wo er die High School abgeschlossen hat. Ich noch keine einzige Nacht verbracht. Und ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Leider. In 1992, I went to high school in London, England, and the night before graduation, I was getting hammered at a pub. I'm outside on the sidewalk where I chugged a pint of lager and threw the glass against the wall, smashing it everywhere, and I did that right in front of a cop who took me to jail. So I get home at like, I don't know, 6 something in the morning. I'm hungover as shit at my graduation. Alter, geil. Steve-O mit so einem Scheißhut von einer Uni oder was? Oder war das jetzt vom Gymnasium oder irgendwie so eine Kacke, ne? Alter Lachs, ist das wild. Graduation. If you can believe it, my second arrest was for the same crime as my first. Drunk and disorderly. But this time it was in Miami. My buddy and I were walking across the street, jaywalking. The arrest report said, defendant and co-defendant appeared to be laughing and playing in the road, taunting eastbound drivers. So we were like playing chicken. Drinking beer, you know, I'm in the... Also er hat besoffen einfach Leute irgendwie belästigt oder was, ne? Habt ihr jetzt richtig verstanden? Scheiße, mein Englisch ist eigentlich ganz gut, aber so Videos und Filme gucken, das kann ich nicht. Fred, the cops came, you know, and they took us to jail, dude. Weird that I was drunk again, but this time I was driving, which I'm not proud of. Ja, okay, das ist auch scheiße. Das ist halt auch so eine Verhaftung, die macht keinen Spaß. Und die ist wegen so einem Scheißgrund. Bist du besoffen gefahren, das ist halt einfach Kacke. Wenn du jetzt... Alter, wenn du jetzt irgendwie... Pass auf, ist auch scheiße, aber jetzt mal so als Beispiel, ist das erste, was mir einfällt, wegen dem vorherigen Telefonat. Wenn du jetzt verhaftet wirst, weil du dich in einen Teppich einwickelst, irgendwo an einer Brücke oder sowas, und dann den Teppich anzündest, weil du einen geilen Stunt machen willst, dich aus dem Teppich rollen lassen willst, während der Teppich brennt, und dann irgendwie die Brücke irgendwie noch ein bisschen, nicht ganz abfackelst, dann wäre zu krank, aber so, weißt du, so ein bisschen Feuer noch die Brücke fängt, was dann auch noch gelöscht wird. Das wäre eine Verhaftung. Absolute Spitzenklasse. Aber besoffen fahren, oh. Nervig einfach. And I was all fucked up on alcohol and pills. Ach, so scheiße. I didn't even realize the cops were trying to pull me over. Like, I kind of came to and I was all over the road. I realized the lights were on. I pulled over and as the cop walked up to my car, I put down the window and I said, you got me. I will cooperate. Again, I'm not proud. Alter Lachs. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Steve-O-Videos kennt oder er macht ja ganz viele so Videos, wo er was von sich erzählt. Seine Top 10 sonst was und auch so Drogengeschichten und so was. Alter, ist so geisteskrank, wie abgefuckt er schon war früher. Also nicht so vom Stunt-Sinne, sondern so vom Drogenkonsum. War wirklich insane. Out of the crime, but it was a sweet mugshot. I put it on a mug. Ja, so ein Shot, Alter. So ein Shot mit so einer Nummer. Wegen irgendeinem Stunt, Alter. Wegen so beispielsweise der Brücke vom Teppich. Digga, das wäre so geil. Within 1 month of getting my license back from my first DUI, I got my second DUI. And I actually have the physical arrest report. Geil. The roadside sobriety tests. I asked the defendant to perform a one-leg stand, which he refused, stating he was really tired and would prefer to take a nap. They got me. Digga, warte mal, was?
stating he was asked the defendant to perform a one-leg stand, which he refused, stating he was really tired and would prefer to take a nap. Okay, er sollte auf einem Bein stehen, hat aber gesagt, nee, drauf geschissen, ich will lieber pennen. They got me. Digga, so ein Shot. Geht ja nur alleine, ne? Aber stellt euch so einen Shot nicht gestellt, sondern real vor. Mit den Jungs. Alle vier Schlappen. At my arraignment, I asked to be taken to jail immediately to serve my 10 days, which I did. Da sieht er aber auch schon ein bisschen. Da sieht er auch nicht lustig aus, finde ich. Which I did. And I wrote my jailhouse memoirs in there. Yeah, dude. I was passing these fucking pages through the fucking bunk beds in this big, gigantic gymnasium cell I was in. That's an attention whore. After that second DUI, I did the right thing and I quit driving. I somehow managed to go over 6 years until my next arrest, which was in 2002 for multiple felonies. Felonies? Fuck. What heißt das, man? One was felony obscenity for stapling my ball sack to my leg in a Louisiana nightclub. Alter, das ist eine Verhaftung. Das ist eine Verhaftung. Junge, da sehe ich mich so krank. Das fände ich auch so ein Traum. Ein Public Stunt im Borat oder irgendwas. Und dann im Borat-Outfit oder im Outfit der badenden Dame über die Motorhaube vom Bullenauto drüber gelegt. Wie krank wäre das? And principal to second degree battery because I invited this kid on stage to try to run past the bouncers who slammed him on his head. And it was really, really gnarly. Between those two charges, I was facing 8 years in prison. Oh. And I got arrested on a fugitive warrant with $1.12 million bond, meaning that I had to put up $120,000, which I did not have, to get bailed out. When they did let me. Alter, 8 Jahre. Das ist scheiße. I forfeited my ID and my clothes so that I could hold on to my LA County shoes. And then while I was out on bail, I flew to fucking Europe and got arrested again. Das ist so wild. I was on my old Don't Try This at Home tour in Norway, and I decided to film this international drug smuggler bit I came up with, where I would put a bunch of weed into a condom, tie it in a knot, swallow it, and then fly to another country. Als das Experiment. And crap it out and smoke it. But I put too much weed in the condom, so it got stuck in my throat, and I was puking up blood trying to fucking get it out. It was so. Boah, okay, ich glaube nicht mal als Experiment, sondern um es halt einfach selber zu smoken. Boah, das ist schon wild, Alter. Gnarly. But I went ahead and got on the plane and flew to Sweden. And that package of weed did not come out for 6.5 days. So I started to think I was gonna die. Ich find's aber geil, so jetzt abgesehen von allen Stories, dass er sich schon immer gefilmt hat. Und das war ja weit vor der YouTube-Zeit auch, glaube ich. Und immer die Kamera schon draufgehalten, so dass er die Stories jetzt richtig geil erzählen kann mit Videobeweisen. Ist so geil. I have intestinal strangulation or some shit. And the whole time I was in Sweden, I was just saying it in every interview. So the Swedish cops read the newspaper and they decide to come arrest me. The morning after I crapped it out finally and smoked it all. But yeah, dude, I got arrested for international drug smuggling in Sweden while I was out on bail for ball stapling in America. Er hat das, also für die, die es nicht verstehen, er hat das in jedem Interview dann erzählt, dass er das gemacht hat, hat das aber rausgekriegt und dann haben die Bullen ihn aber verhaftet, weil sie das halt in jedem Interview in jeder Zeitung gelesen haben. Alter Lachs. Now this one's not so cute like the last one. I was on drugs in a scary way. Ja, das ist es halt. Das sind so Videos, die es von ihm gibt, die sind echt
Oh, die sind auch so lustig irgendwie. Also die sind lustig, wenn man es wirklich mit der ganzen Ladung Humor nimmt, aber das ist wirklich, hat nichts mit menschlichem Verhalten fast zu tun. Simpson, I've been having this neighbor war with the guy in the next apartment. I hate my neighbor! And this one night I was on ketamine and cocaine and drunk and like, I'm pounding on the wall. I pounded a hole through the wall. Like, I'm looking into the neighbor's apartment and like threatening him. And I said like, call the cops now. And he did. So the cops show up and they're like, we have to arrest you for vandalism. And like, it's gonna be cold. And so I'm like, dude, I don't care. And I just go barefoot, no shirt. And with a bag of cocaine. Aber damals schon. Dude, I don't care. And I just go barefoot, no shirt. Damals schon mit seinem Porträt auf dem Rücken. Und ich schwöre euch, dieses Porträt auf dem Rücken von ihm selber ist für mich das legendärste Tattoo, was ich kenne. Sein komplettes Porträt mit seiner Unterschrift hier unten ist für mich so unfassbar geil. Und ich schwöre euch, also ich schwöre es euch nicht, aber ich sage es euch, ich kann es mir komplett vorstellen bei mir selber auch. Das Einzige ist halt so, er ist halt komplett nachgemacht dann. Aber ich feiere dieses Porträt und diese... Die, wahrscheinlich ist es halt auch Selbstverliebtheit. Ich feiere diese Selbstverliebtheit so geisteskrank. Ehrlich, es ist so geil. Shirt and with a bag of cocaine in my pocket to the jail where they searched me, found the cocaine and arrested me again for cocaine possession. Ja, sehr, sehr viele Anzeigen halt mit Drogen. Das ist, das finde ich wack so ein bisschen. My first arrest after getting clean and sober was fucking stupid. Ja, jetzt wird's geil, weil jetzt ist er nüchtern für eine ganze Weile und ist er immer noch. Er hat ja dann irgendwann die Wende geschafft, dass er aufgehört hat mit Drogenkonsum, Alksaufen und so. Und er ist jetzt schon ewig nüchtern und jetzt werden die Anzeigen mit Sicherheit richtig geil. I was in Canada in 2011 and I was promoting my comedy tour at the news station. The anchor lady asked me if I had ever been to Calgary before and I said, yeah, this one time I ran away from cops after we beat up this dude who had attacked me on stage and little did I know there had been a warrant out for me that whole time. So when I tried to fly home, I showed my passport to the immigration officer and the guy was like, oh yeah, hey man, just like chill in this room real quick. I had no idea. Next thing you know, and these police officers came in and they treated me to some handcuffs. Right. In other words, you were arrested in Calgary right. The last time, just after we saw you. Mm-hmm. I was locked up in this cell. Ist auch so geil, ihn in so Interviews, so seriöse Sender dazu sehen. Das ist einfach nur geil. Das ist, als würde der da Dwayne oder so sehen oder uns. Ehrlich. All day. And then I had to hire lawyers. Plus, my buddy Preston Lacey had to hire lawyers because I incriminated him. Now this one's absolutely my most well-publicized arrest. It was when I was protesting SeaWorld. Boah, at the top geil. Of a 150-foot tall crane with an inflatable killer whale while a police helicopter is fucking circling around me and there's Spotlight, perfekte Licht gegeben zum Film. Like 18 fire trucks, 80 firefighters, like 20-some police officers, and I'm not pulling those numbers out of thin air. That's from the arrest report. When I got my lawyer for this one, I said, I want to get sentenced to jail. And he was like, why? And I told him, well, because I was protesting captivity. And I got sentenced to 30 days in jail. I milked it with like cartoons of me in a jail cell next to an orca in a jail cell. When I went to jail, they let me out after 8 hours. But shortly thereafter, they changed laws which stopped SeaWorld from breeding orcas in captivity. Alter, Legende. Absolute Legende. Maybe I helped. Ja. Digga, say, ist einfach nur geil. SeaWorld sucks. Junge, boah, es ist so geil. Hat halt auch noch so einen sinnvollen Grund, ne? Aber sowas mal so zu machen, so ein Autobahnschild oder sowas, boah, ist das geil. Which brings us to my most recent arrest. Tower Bridge. Also er wurde neulich, er ist die Tower Bridge runtergesprungen, so wie wir ja auch. Wann war das eigentlich bei uns? Letztes Jahr.
Nee, Ende 2021 sind wir auch die Tower Bridge runtergesprungen in London. Und er hat das neulich nochmal gemacht, wurde er verhaftet. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht nachdem er das Video gedreht hat, war. When I was on my bucket list tour in Washington, D.C. Ja, okay. And my girl Lux and I went to go visit the Lincoln Memorial. Now, how am I not gonna climb on the Lincoln Memorial? I couldn't help myself. So I fucking climb up and then this cop just comes right out. Ich sehe hier gerade, ist sowas nicht auch viel, sich auf die gute Seite der Moral stellen, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Ja, und selbst wenn es so ist, es ist trotzdem noch was für was Gutes und man hat ja gesehen, also es bringt ja Aufmerksamkeit auch auf die Sache. Und wenn er dadurch Aufmerksamkeit kriegt, geil für ihn, aber die Sache kriegt auch Aufmerksamkeit, also ist doch geil. Win-win. Über kein bisschen verwerflich. I didn't know there was a cop there the whole time. And he puts me in handcuffs. He says that if he sees the footage of me climbing that statue on the internet, he'll issue a federal warrant. Wie kann man eigentlich das nicht feiern, als Bulle Steve-O festzunehmen? Und dann auch noch wegen, weil er irgendwo hochklettert. Digga, wäre ich Bulle und würde dann Steve-O festnehmen dürfen, wie er einfach nur irgendwas hochklettert, da würde mich doch nicht bei Ernst nehmen können. Das wäre doch einfach, also. And so, I took the footage and animated it. Ja, das ist ja wirklich ein krimineller Art. Direkt in die Handschellen rein. Believe it or not, because this is YouTube, there was a lot I couldn't show you in this video. But there is a fully naughty, totally uncensored version of these stories at stevo.com in my multimedia gnarly comedy special, which is now downloadable. So download it, share it, enjoy it, I love it. And we're dangerously close to the release of my new book in September, and signed copies are available for pre-order at stevo.com too. Thank you for your support. I love you all. Yeah. Danke, Steve-O, für alles, was du bisher gemacht hast. Also Steve-O ist wirklich so ein unfassbares Schlappenvorbild. Wir haben Dwayne auch damals die Biografie von Steve-O geschenkt. Also Steve-O ist eine absolute Volllegende. So viele geisteskrank geile Sachen gemacht. Diese ganzen Drogengeschichten, die sind natürlich nicht geil und so. Die feiere ich jetzt nicht so hart. Aber gut, ist halt Teil seiner Geschichte und kann man halt oft auch nicht ändern. Beziehungsweise hat auch manchmal natürlich einen Grund, warum so viele Drogen genommen werden. Aber ich will euch jetzt zeigen, unseren Sprung von der Tower Bridge, habe ich ja gerade gesagt, für die, die es nicht kennen. So, ich habe ja gerade erzählt noch, dass Steve-O auch neulich verhaftet wurde, weil er von der Tower Bridge in London gesprungen ist. Das haben wir auch gemacht, Ende 2021. Und das ziehen wir uns auch jetzt mal schön auch nochmal rein, damit ihr wisst, wovon ich rede. Das ist die Sequenz. Okay, hoch da, hoch da, hoch da. Okay. Kein Fokus. 2, 1, Landes! Schöner Gruppenshot! Bam! Jesus fucking Christ, that was sick! Are you fucking mad? You should be arrested for that. Ja, ist wild. Ja, und jetzt ging eine geile Security-Jagd los noch. Und bam! Schön im Rot-Weiß-Trikot. Von der Polizei. Jeder Muskel am Krampfen. Ich auch im Wasser. Ich hab so Krampfe bekommen wegen der Kälte. Das war insane. Es war so krank, weil es war so kalt. Es war so kalt draußen. Und es war, das Wasser war so kalt und es war so anstrengend, da aus der Themse rauszuschwimmen und sowas und dann wegzurennen. Und, das war krank. Also, Steve-O, absolute Legende. Von der Tower Bridge damals zu springen, war auch einfach nur ein Fest. Guckt euch das Video von Steve-O natürlich gerne an. Guckt seinen Kanal an. Abonniert das Ding. Da kommen so viele kranke Stories aus seinem Leben und auch immer noch neue. Und guckt euch natürlich auch gerne das ganze Tower Bridge-Video von uns an. Das ist auf jeden Fall, das ist nur 10 Minuten lang und pure Spannung und absolut geile Mission.